ich bin immer noch sauer auf den Kern. Hast du angemerkt? Oh, das war so doof. Knapp. Nur weil das Capoeira schneller war. Ich hätte den letzten Ball nicht werfen sollen, um das gleich hinzuhauen. Aber nein, ich wollte es ja unbedingt ausprobieren. So, dann halt auch ein neues. So, das war noch Beutelfisch, wo noch am Anfang mit dabei. Kleinstein, der mal so weghauen kann mit Surfer. So, wenig weniger. Das haben die Pokémon ja auch voll geheilt, also von daher sollte es nicht mehr ganz so schwierig sein, Capoeira jetzt mal eben einer auf die Fresse zu donnern. Range Mode aktiviert. Muss Capoeira töten. Nein, ich werde es nochmal versuchen einzufangen. So ist es ja nicht. Ich werde bloß diesmal schneller handeln, falls es mich wieder kurz so, weißt du, ne? Kaputt. Ne? Ich werde auch einfach mal Konfusion drauf machen und gucken, was passiert. Und dann noch einen Surfer einsetzen. Ja, ich sollte auch was, was ich tue. Oh, müsste aber eigentlich gehen. Eigentlich schon. Ero ist eigentlich ziemlich stark. Mach mal weg. Hat er nichts ausgerichtet. Ein Beufisch, daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Alles Gute ist so. Ach ja, das ist so. Dass mir mal einfach so mein Quasi weghaut. Spürt es schon. Ja. So. Ich werde noch nicht werfen. Ich werde jetzt nochmal Isso angreifen und nochmal einen Surfer einsetzen. Solange das dann jetzt kein Volltreffer wird bei Beutelfisch, ist ja alles in Ordnung. Dann geht das ja. Demnach sollte das eigentlich gehen, weil es ja eben auch nicht so viel abgehauen hat. Von den Kapis. Da habe ich mehr Angst vor Isso als vor Capoeira. Wer weiß, gleich haut Capoeira sich ja auch diesmal selber ins Aus, weil er schon ziemlich viel KP verloren hat. Ich glaube, bevor der Fisch ist auch nochmal einen drauf. Ah. Oh, geht da noch. So. Isso und Beutelfisch wird jetzt meinen Ball werfen. Wo ist Beutelfisch? Ich denke, ich dir gleich im Mund und muss ihn rausspucken. Pow! Na gut, das macht einfach selber. Wollen ja einfach die Pokémon killen. Hat es ja schon schlimm genug, das arme Beutelfisch. Mit seiner Aggressivität. Das hat schon mal nicht geklappt. Ich bin auch, glaube ich, dafür, dass Capoeira sich selbst ins Aushaut. Zweimal Dinge zu einsetzen. Konnte das jetzt nicht umgehen? Heute setzt natürlich gleich Konter ein. Es wird gleich Konter einsetzen. Das ist aber nicht so schlimm, ist zwar sehr nice, jetzt eh kaputt. Aber das Pokémon, was ich dann gleich dahin setze und wenn dann Isso Konter einsetzt, dann haut es das Pokémon weg. Also es ist eigentlich demnach egal, was ich dahin setze, es wird weggehauen. Also nicht nach Tara. Ganz ehrlich, nach Tara. Weil es in diesem Kampf eh nicht viel Chance hat. Vielleicht habe ich auch Glück, es setzt Spiegeltape ein. Nein, es setzt Konter ein. Das wird nach Tara wegkommen. Hätte ja auch klappen können. Eventuell, weil Kebab sind, aber das war über die Hälfte, die Xiana da ist und weggehauen hat. Also von daher konnte das wohl passieren. Es ist dann egal, wenn ich es nicht einsetze. So. Dann. Mal natürlich noch was darauf Isso. Müsste es ein Blick sein. Und dann machen wir nochmal Super Ball von Dead Capoeira. Nummer 2. So, dann schauen wir mal, ob wir das denn eingefangen kriegen. Muss so eigentlich klappen. Spannung. Nein, das will sich nicht einfangen lassen. Superbälle wenn das nicht schlecht. Würde ich ein bisschen mehr bringen. Ja, das hat sich selber kaum gehauen. Ich hab's gewusst. Tja, wärst du mal in den Ball gegangen. Wäre dir das nicht passiert. Nicht so schlimm. Sind wir jetzt gleich durch mit dem Kampf. Haben wir ihn besiegt und uns gerecht. Ich muss ein bisschen zu Mikro rutschen. Ich merke gerade, ich bin wieder ein bisschen zu leise. Dedede. So, ich soll dann auch kaputt gehauen. Und damit haben wir ihn besiegt. Yes! Ja.
Ich hätte besser den Mund gehalten. Jetzt ist man getan. Das kommt davon. Ich sollte Celebi fangen und das Sanitarium zerstören, aber da kann man wohl nichts machen. Jetzt muss ich mich wohl rasch zum Wellberg aufmachen und Rakim die ganze Sache beichten. Oh nein! Großvater, wie geht es dir? Mir geht es gut. Viel mehr Sorgen mache ich mir um meinen Enkel Katsch. Pika, pika. Und du, alles in Ordnung? Ja, wirklich? Du hast großartig gekämpft. Du hättest gewonnen, wenn der Gegner normale Pokémon eingesetzt hätte. Das war also ein Krypto-Pokémon? Da wegen Deinstein wäre das auch nicht angekommen, das Pikachu. Kostbar und seht. Richtig? Danke, dass ihr mir geholfen habt. Gehen wir nun nach Hause. Aber ich will zum Sanitarium, das ist voll wichtig. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. So einen Unsinn machst du mir nicht noch einmal. Tut mir leid, Liebling, aber diese Sache konnte ich den Kerlen unmöglich durchgehen lassen. Die Kerle haben doch davon geredet, dass sie Celebi fangen und das Sanktarium zerstören wollten, nicht wahr? Aber warum nur? Gibt es etwa einen Zusammenhang zwischen Celebi und den Krypto-Pokémon? Aber Großvater, eigentlich sind wir hierher gekommen, weil wir dachten, du weißt vielleicht etwas. Tut mir wirklich leid. Aber Moment mal, Jola. Wir haben doch noch die Steintafel, auf der etwas über das Sanktarium geschrieben steht, oder? Ja, natürlich haben wir die noch. So, Voss. Du alter Schussel, du hast sie bestimmt wieder total verdreht. Aber wo habe ich sie nur hingeräumt? Ach, das war ich selber. Na gut. Ich glaube, sie ist irgendwo im Obergeschoss. Aber es könnte eine Weile dauern, bis ich sie finde. Während sie sucht, könnt ihr versuchen, weitere Informationen über Celebi zu sammeln. Neben dem Itemshop unten am Hügel wohnt ein ehemaliger Trainer mit Namen Grandpa. Der heißt Grandpa! Wie unauffällig, dass dem Namen Großvater ähnelt. Grandpa weiß so ziemlich alles, was es über Celebi zu wissen gibt, wenn er sich nur daran erinnert. Pika pika. Also gehen wir da mal hin. Beim Itemshop unten am Hügel. Da also hier runter und dann hier und da meint er bestimmt das aus. Will ich doch mal denken, dass er dieses Haus meint, wo wir glaube ich noch nicht drin waren? Nein. Da ist das wohin genau. Genau das habe ich gesucht. Oh, du bist doch Flammy von Sofos. Du bist doch Flammy von Sofos. Nein, wer bist du nochmal? Hallo? Ich bin nicht auf den Flammy oder was? Was? Ihr wollt von mir etwas über Celebi erfahren? Kein Problem. Alles unter Kontrolle. So etwas Wichtiges vergisst man schließlich nicht, oder? Es ist trotzdem aus wie ein Flammy. Also, zunächst sollte ich euch wohl ein wenig vom Sanktarium Heiligen Wald erzählen. Der Überlieferungsfolge wohnt dem Sanktarium eine uralte Macht inne, Celebis Macht der Zeitreisen. Und diese Macht, so heißt es, erweckt die schönsten und glücklichsten Erinnerungen der Pokémon. Ob diese Kraft auch mir die Erinnerung an meine Jugend zurückbringen kann? Willst du noch mehr hören? Ja, erzähl mal. Um Celebi zu treffen, braucht man ein Instrument, die Zeitflöte. Ihr braucht nur die Zeitflöte, um Celebi im Heiligen Wald zu rufen. Das wiederholt sich zwar jetzt gerade, weil ich das eben schon mal gesagt habe, aber egal, ich bin ja so vergesslich. Und Celebi ist in der Lage, die Dunkelheit aus dem Herzen eines Pokémon zu treiben. Wow, diese Information war natürlich sehr wertvoll für uns. Zeitflöten sind natürlich auch sehr praktisch, es gibt bloß halt nicht so viele. Ich glaube, 4 Stück sind das, glaube ich, die sind oder 6. 4 oder 6, jedenfalls sind es ein paar mehr. Die wir eigentlich nicht sehr viel brauchen werden, wenn man sich die Mühe macht, um die Pokémon einfach nur so zu heilen. Das ist halt. Das geht halt. Mit Zeitflöte geht das halt schneller, aber alleine wird es auch gehen. Also ist nicht so. Nicht so notwendig. So, ne? Ah, Cosma, schön, dass ihr hier seid. Bin ich jetzt total unsichtbar oder was? Außerdem guckt ihr nicht mal in unsere Richtung. Das ist echt. Ich bin Luft für die beiden. Wahrscheinlich, weil ich Cosma so scheiße behandle. Oh, naja. Woher wissen die das? Endlich habe ich die Steintafel gefunden. Das ist die Steintafel, die in unserer Familie von Generation zu Generation weitergeben wird. Auch Cosma wird sie irgendwann kriegen. Obwohl ich glaube, dass sie nicht mit diesen dürren Ärmchen halten kann. Die ist nämlich sehr schwer. Die Cosma. Seht ihr, Heldsteintafel? Yay! Jetzt kriege ich sie. Ich bin doch gar nicht dein Enkel. Ja, auf der Steintafel sind Worte eingeritzt.
Seth liest die Worte auf der Steintafel. Wow, Seth kann lesen! Ich kann nicht nur sehen, er kann auch lesen. Im heiligen Sanktarium von Emerica, wo Televis Macht der Zeitreise, das wir schon erfahren haben. Diese Macht kann die letzte Tür eines verschlossenen Herzens öffnen. Offensichtlich hat dieses Sanktarium irgendeine Funktion in Bezug auf die Krypto-Pokémon. Das solltet ihr aber besser selbst einmal überprüfen. Sehr interessant ist, ob diese Steintafel draufsteht. Habe ich mich verjagt. Ich lasse den Saft einfach mal so nachnehmen. Ah, seht, dein Peter hat sich gerade gemeldet. Natürlich, das ist bestimmt eine Mail von Grant. Ich kann nämlich hell sehen, weißt du? Du hast ja sonst auch keine anderen Dinger da drin, die deine Nummer haben. Ich glaube nämlich nicht, dass du sehr viele Freunde hast. Du bist nämlich nicht sehr gesprächig. Schnell, was schreibt ihr denn? Eigentlich so. Das muss ich da noch nachgucken. E-Mails. Notruf! Von Grant aus Pyritos! Was gibt's denn mit dir? Seht, eine Katastrophe. Man hört eine Gruppe übler Schläge, hat den Duellberg überrannt. Bitte kommt sofort zu Hilfe. Vermutlich gehören sie zur selben Organisation, in der auch die Queen arbeitet. Viel Erfolg. Das ist aber sehr nett von ihm, Grant. Was? Nicht möglich! Hier sind die Kerle auf dem Duellberg! So wie der eine Typ gerade im Sanktarium gesagt hat, dass er daher hin wollte. Also von daher überrascht mich das eigentlich überhaupt nicht, dass sie da jetzt sind. Aber egal, das ist eine Katastrophe. Wir haben keine Zeit. Los, Seth, wir müssen sofort hin. Großvater, wo ist der Duellberg überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Der Duellberg liegt nordöstlich von hier. Wenn ihr das Dorf verlasst, könnt ihr ihn schon von Weitem sehen. Los, Cosma, beeilt euch. Ich bin auch noch da. Aber vorher dahin ging ich ins Sanktarium. Ja, da will ich dahin. Da will ich ganz schnell hin. Ganz schnell. Ganz schnell. Ein Königreich für ein Fahrrad. Und ein Pferd für die Turbo-Träger. Nee, muss man kurz probieren? Sind meine Pokémon nicht geheilt worden? Nein. Gegen den Kampf gegen die Queen werden die Pokémon geheilt. Aber nicht, wenn ich mit Sofort zurück in sein Haus gehe. Das ist so, weiß ich nicht. Unlogisch. Nach größeren Kämpfen bin ich eh dafür, dass die Pokémon wieder geheilt werden. Weil das ist sehr praktisch. Aber auch will ich wieder ins Pokémon-Center laufen. Das wäre sehr schön. Ja. Kriege ich jetzt meine Pokémon wieder? Ich habe noch was vor. Kann ich ihn bitte wieder haben? Gib mir meine Pokémon. Ich muss hier ins Sanktarium. Ich muss da ganz schnell hin. Ich bin so aufgeregt. Nee, es ist so schwer hier runter zu laufen. Nee, gehen wir mal ins Sanktarium. Dort können wir nämlich jetzt eine richtig schöne, tolle Sache machen. Hey, Sanktarium! Erstmal diese tolle Akte, die wir noch eben einsammeln. Ja, schon eine gute Akte. Brauche ich nicht lesen. Nein, brauche ich nicht lesen. So wichtig. So. Und zwar reagiert jetzt dieses schöne Steinchen mit dem Glitzer. Da kommen wir ganz kurz, komischerweise. Auf unsere Pokémon, das ist klar. Das ist. So, da ist ein Pokémon übrigens nur, dessen Herz geöffnet werden kann. Weiß das Beutelfisch auch schon soweit? Nein, das ist noch nicht so weit. Aber die beiden sind soweit. So und seit Ewigkeiten. Jetzt können wir deren Herz öffnen. Die Tür zum Herzen von Igelava ist offen. Igelava erinnert sich nun auch wieder an die Attacke Sonnentag. Ultra praktisch. Und natürlich die ganzen Erfahrungspunkte, die es in den Kämpfen gesammelt hat. Und jetzt wird er so schön gelöffelt. Level 31, Level 32, Level 33. Und kriegt noch ein Band. Nein, das mache ich noch nicht. So, dann ist natürlich noch unser kleines Barty. Das ist natürlich auch noch eben schön. Herz öffnen, Modus machen können. Die Tür zum Herzen von Barty ist offen. Barty erinnert sich nun wieder auch an die Attacke Donnerblitz. Yay! Und natürlich, boah, kriegt ein paar mehr Erfahrungspunkte. Wahnsinn. 31, 32. Entwickelt sich nicht auf 32? Weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir gleich mal. 33. Und tada, es entwickelt sich.
Glückwunsch, dein Vati wurde zum Amphoros. Yay! Ich finde diese Entwicklungsanimation sehr schick. Sehr schick. Und kriegt natürlich noch ein Band. Nein, auch Amphoros will keinen Spitznamen kriegen. So, somit haben wir schön zwei Pokémon von ihrem Fluch befreit. Die will ich natürlich erstmal schön nach vorne setzen. Iglaber mache ich dahin. Ich mal erstmal sortieren. So. Das kommt unter Amphoros wegen KP. Mehr KP hat, kriegt er dann nach unten. Das ist so meine Ordnung. Erstmal Level ist klar und dann halt auch wegen der KP. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber es ist halt eigentlich überhaupt nichts damit zu sagen. Es ist halt nur, dass es halt in Ordnung drin ist. So, und somit haben wir halt schon mal zwei Teamkameraden das Herz geöffnet und eins sogar weiterentwickelt. Das ist toll. Und Beutelfisch ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz weit davon entfernt. Das ist, glaube ich, noch einmal im Kampf einsetzen, dann können wir das auch schon heilen. Das ist auch super. So, jetzt muss man ihn kurz... Nein, nicht das tauschen. Was anderes tauschen. Die Attacken eben tauschen, dass das Flammenrad vorne ist. Und das hier... Ne, Quatsch. Das ist... Doch, Donnerblitz ist oben. Das will ich anders haben. Nee, das braucht eigentlich nicht. So, was ganz gut. Das ist eigentlich auch ganz okay, so wie das auch so. Rückkehr mit deiner. Das sieht ganz gut so. So. Somit hätten wir das auch schon mal. Boilerfusch dauert halt noch ein bisschen. Jetzt machen wir den halt als nächstes. Nach wir einen Kampf gemacht haben, gehen wir halt dann nochmal ganz schnell zurück und den Boilerfusch eben schnell das Herz öffnen. Damit wir mit Boilerfusch auch schön weiter trainieren können, sowas alles. Und dann gehen wir jetzt mal eben noch ganz fix zum Duellberg. Gerade auslaufen ist sehr schwierig. Mal diese Kanten, wo man nicht runtersteigen kann. Das ist eh total sehr steil da. So, und dann gehen wir zum Duellberg. Ort der Ertüchtigung für Trainer und Pokémon. Im Moment besetzt von einer mysteriösen Bande. Gucken wir doch mal nach. Was da wieder so los ist. Was das dem Krypto jetzt schon wieder für einen Scheiß macht. Ist immer irgendwie ein Trainer vor, der im Kreis rennt. Ganz stumpf im Kreis. So schön über Ecken. Dass sie mal rennen müssen hier. So. Das geht nicht! Hier will man das von Verbrechern. Das ist viel zu gefährlich. Was? Ich soll rennfahren? Ach so, ihr seid die Leute, die uns retten sollen. Na, dann habe ich nichts dagegen. Dann kannst du ruhig weitergehen. Aber pass auf. Die Pokémon dieser Typen sind wirklich ungewöhnlich stark. Das wundert mich gar nicht. Ich will jetzt, glaube ich, erstmal speichern. Speichern werde ich hier, ja. Ganz kackenfrech werde ich jetzt speichern. Und dann würde ich auch ganz kackenfrech den Part beenden. Und dann halt im nächsten Part hier den Duellberg angehen. Und Team Krypto von ihren fiesen Machenschaften abhalten. Ich versuche es zumindest. Also bis zum nächsten Part. Tschüss.